Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem extravaganten Video. Und zwar kennt ja jeder diese Videos, wo Dubai komplett unter Wasser ist. Und ganz oft werden wir auch gefragt, ob das wirklich stimmt. Und heute zeigen wir euch, dass das alles wahr ist. Aber nein, nicht alles. Es gibt auch einige Videos, die fake sind. So von wegen, dass hier Tornados sind oder was weiß ich. Das können wir jetzt nicht bestätigen. Aber dass Dubai ein Problem mit Wasser hat, das ist auf jeden Fall zu bestätigen. Es fing damit an, dass wir gestern morgens eine E-Mail bekommen haben von unserem Hotel, dass es eine Gewitterwarnung vom Government gibt. Ja. Und dass es 2 Tage lang extrem Gewitter sein soll. Gestern war noch nichts, nur leichter Regen. Genau. Und gestern Abend fing es dann an mit Gewitter, also mit Blitzen und so. Und als wir dann heute Morgen aufgewacht sind, dann ging es richtig los. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schon getan haben. Ansonsten blenden wir die Videos mal ein. Das ist schon fast ein Kilo. Das ist Wahnsinn. Okay, also rausschauen ist nicht mehr. Hier hat sich schon ein bisschen Wasser gesammelt. Schauen wir mal. Wir müssen die Sachen vom Balkon holen. Fahrstuhl ist außer Betrieb. Geht einfach nicht. Der funktioniert nicht. Dann gehen wir Treppen. Das wird Treppen gehen. Wir Treppen. Wir wohnen ja nur im 9. Stock. Müssen nachher wieder rauf, aber das geht wohl so. Extra Flipflops angezogen. Die ganzen Straßen sind komplett unter Wasser. Hier ist mega Chaos. Das geht gar nicht. Also das Problem, ich glaube, das Problem kennt ihr alle, ne? Hier in Dubai gibt's keine richtige Kanalisation. Also du hast maximal 3 bis 5 Meter, wenn so ein Gullideckel da ist und das Wasser staut sich da, deswegen fließt das nicht ab. Man muss im Zweifel mit solchen Pumpen, wird das dann immer weggeholt, wirklich von so Unternehmen, richtig, ist richtig krass. Und guckt euch das mal an, das ist gefühlt wie so eine Welle irgendwie, also krank. Schaut euch an, das ist wirklich bis zum Schienbein. Jetzt gerade hat es wieder angefangen zu regnen. Ganz leicht. Wir müssen uns mal umdrehen, weil dann können wir euch zeigen, wie diese Abwasserfahrzeuge aussehen hier, mit dem alles abgepumpt wird. Ja. So sieht das aus. Da pumpen die wirklich das Wasser ab. Ah, es ist auf jeden Fall schön kühl geworden. Oh, ist das rutschig. Oh. Das ist alles extrem Ausnahmezustand hier. Hier liegen auch schon die ganzen Handtücher in der Lobby. Wahnsinn. Okay, wir müssen uns mal wirklich die Frage stellen, weil das wissen wir selber auch nicht. Also wir haben keine Ahnung. Hier in Dubai wird ja dieses Cloud Seeding betrieben. Also dass man so ein bisschen auch was in das Wetter oben, keine Ahnung, müsst ihr mal ein bisschen selber recherchieren. Und wir wissen nicht, ob das davon kommt, weil man hier teilweise auch versucht, die Temperatur ein bisschen runterzukriegen, oder ob das hier einfach naturgemäß ist, dieses Gewitter, weil es war schon toll. Und es ist auch jetzt nicht das erste Mal passiert, also seit wir hier sind, wir sind jetzt ja knapp ein Jahr jetzt fast hier, ist es glaube ich schon, wir haben es 3-mal miterlebt. Ja. Ich glaube, als wir in Deutschland waren, ist es auch schon mal passiert, also ich finde das relativ häufig. Naja, aber man darf halt nicht vergessen, hier ist jedes Gewitter, was passiert, genauso wie ein Gewitter bei uns in Deutschland, ist hier schon Vollkatastrophe. Weil in Deutschland hast du halt ein ganz normales Gewitter, so ist es glaube ich hier auch. Aber der Sturm war schon heftig. Der Sturm war toll. War schon toll. Aber das eigentliche Problem ist ja wirklich, dass es nicht abfließt. Ja. Also das ist ja das, was hier wirklich alles out of order setzt.
Und deswegen, ich glaube, wir haben euch auch gezeigt, diese Geräte, mit denen sich, also sie sind schon gut vorbereitet hier, ne? Also die haben sich schon drauf eingestellt. Die haben gestern Abend schon angefangen, genau, hier alles vorzubereiten, abzusperren und unten so. Auch im Bereich vom Health Club, also wo Spa, Pool und Fitnessstudio ist, haben sie auch alles davor gelegt und alles. Genau, also die bereiten das schon gut vor. Und wie gesagt, die haben ja auch vorgewarnt. Also das Government hat ja sogar gesagt, Mensch, wir erwarten das und das in den nächsten Tagen. Deswegen. Und man kann auch kein Essen bestellen in der Zeit. Also das hatten wir auch das eine Mal, letztes Mal, da wollten wir Essen bestellen oder haben Essen bestellt, weil wir nichts mehr zu Hause hatten. Und dann kam das natürlich nicht an, weil die ja immer mit dem Moped kommen und die kommen nicht durch die Wassermengen. Mhm. Und diesmal wurde heute Morgen sogar noch geliefert. Ja, ich glaub, stimmt. Das war mit dem PKW, aber das geht ja dann. Aber sonst ist es echt Ausnahmezustand, hier geht gar nichts mehr. Wir waren ja eben zu Fuß, sind wir runtergegangen und da war das eine Parkdeck komplett überflutet. Mhm. Alles stand unter Wasser. Also es ist auf jeden Fall abenteuerlich, aber ich muss sagen, es gibt einem irgendwie so ein paar Deutschland-Vibes. Also jetzt nicht abwerten oder so, aber irgendwie, man kennt das ja schon, so verregnet, gerade wie aus Hamburg, aus dem Norden, wir kennen das ja. Das hat uns schon ein bisschen so Hamburg-Vibes gegeben, so typisch so Herbst, dunkel, grau. Es war wirklich richtig düster vorhin. Das war richtig dunkel. Als der Sturm war, das war so krass. Ich finde, das ist so irgendwie gemütlich, wenn man dann hier drin ist. Ja, wir hatten überlegt, in die Badewanne zu gehen. Ja. Und aber hier, das war so, unsere Fensterfront hier, das war wie in der Dubai Mall, dieser Wasserfall. Ja. Also es kam einfach alles runter. Das haben wir auch noch nie gesehen. Unsere Wohnung ist auch komplett undicht. Hier sammelt sich schon das ganze Wasser. Es kommt hier durch. Es läuft hier alles lang, genauso wie hier. Hier ist es auch alles runtergetropft und im Schlafzimmer auch. Ja, das war's dann mit diesem kurzen Video. Unser Echtzeit-Live-Bericht aus Dubai, wie es ist mit Gewitter. Wie gesagt, es ist jetzt alles halb so wild. Man ist hier gut drauf vorbereitet. Es hat dann jetzt mal geschauert und geschüttet für eine Stunde und danach war es dann auch wieder gut. Und das Leben geht ja auch gefühlt normal weiter. Also ja, die Leute spazieren dann halt durchs Wasser oder ja, die Autos fahren da halt auch trotzdem durch. Scheiß drauf. Ein Auto steckt hier sogar vor der Tür fest seit Stunden im Wasser. Das ist natürlich nicht so schön, aber ja, wird einfach weitergemacht hier. Man hat ja auch nicht umsonst hier so viele G-Klassen, dass man da schön so durchfahren kann. Es ist jetzt 18 Uhr gleich und es fängt wieder an. Wir gehen die dritte Runde. Man sieht hier die ganze Zeit, dass es wieder anfängt zu blitzen und danach kommt bestimmt wieder noch ein dritter Regenschauer. Es war jetzt schon der zweite. Das Wasser ist immer noch nicht richtig abgelaufen oder abgepumpt worden und es geht schon wieder los. Ich hoffe, es hört bald auf.